Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ihr seht, hier ist alles im Rambo-Fieber und ich bin auch mega aufgeregt. Wie ihr seht, hier ist Rambo Last Blood auf 4K. Ich habe ihn ja letztes Jahr schon direkt im Kino gesehen und fand den richtig klasse und habe gedacht, du bestellst dir den vor bei Amazon. Das habe ich auch gemacht und heute hatte ich ihn direkt von DHL in der Hand. Und ich bin so, so mega happy. Und heute mache ich für euch das Unboxing und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. So, ihr seht ja die 4K hier, die ist wieder wunderhübsch in einer schwarzen Hülle. Und den Schriftzug hier finde ich mega schön. Auch das Cover, wie Rambo hier mit dem Messer abgebildet ist. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Da habt ihr nochmal die Inhaltsangabe, was das Bonusmaterial beinhaltet und noch natürlich die ganzen Infos. Und seitlich sieht das Ganze so aus. Rambo Last Blood. Ja, wenn ich die Hülle aufmache, dann seht ihr hier wieder die zwei Discs, so wie das bei der 4K-Variante üblich ist. Hier habt ihr einmal die 4K, also auch mit dem selben Cover wie die Hülle. Und hier habt ihr einmal die Blu-ray. Das ist dann einmal ein anderes Cover. Finde ich auch sehr schön. Da hat er den Pfeil und Bogen in der Hand und ist einmal so abgebildet. Und was ihr nicht habt, ist ein Wendecover. Also ich zeige euch das hier. Es ist jetzt einfach weiß. Also diese Variante hat kein Wendecover, aber sie beinhaltet eben die 4K Ultra HD und die Blu-ray. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Inhalt. John Rambo hat viele große Schlachten in seinem Leben geschlagen. Nun soll endlich Schluss sein. Zurückgezogen lebt der Kriegsveteran inzwischen auf einer abgelegenen Farm in Arizona. Doch einstiger Elitekämpfer kommt nicht zur Ruhe. Als die Enkelin seiner Haushälterin Maria verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze nach Mexiko. Schon bald sieht er sich dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber. Die vielen Jahre im Kampf mögen Rambo gezeichnet haben, aber sie haben ihn nicht weniger gefährlich gemacht. Ja, das steht hinten drauf und dann steht hier auch nochmal, was diese Variante beinhaltet. Und TV Movie hat hier gesagt, Fans können sich auf einen Oldschool-Action-Spektakel der Extraklasse freuen. Und TV 14 hat gesagt, Last Blood bietet handgemachte Action mit einem hohen Härtegrad, Rambo rockt. Ja, und hier als Bonusmaterial habt ihr nochmal drauf, Drawing Last Blood, New Blood, Something to Fight for, Heaven Above, Hell Below, Forget in Hellfire und Nothing is Over und From First Note to Last Blood. Ja, also das ist mit drauf als Bonusmaterial und hier unten stehen dann auch noch die Einzelheiten bzw. technische Daten. Der Hauptfilm hat eine Länge von ca. 101 Minuten und die Laufzeit der Bonusdisc beinhaltet rund 66 Minuten. Hier habt ihr dann noch Infos zum Film mit drauf und der Ton in Deutsch und Englisch hat Dolby Atmos. Also es ist mega, also da bin ich sehr gespannt, was mich da Sound technisch erwarten wird und wie gesagt, Untertitel Deutsch und alles so beibehalten wie sonst auch. Und ja, das war jetzt mein Unboxing zu Stallones Rambo Last Blood und ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. In meinem nächsten Video werdet ihr natürlich die Review dazu bekommen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann, ciao!